Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Match Attacks Champions League Saison 2017-2018. Die zweite Mini-Tin aus UK. Ja, ich habe letztes Mal schon erzählt, dass es die nicht bei uns zu kaufen gibt. Und ja, dass da auch die Limi-Verteilung dann halt wieder wie früher ist. Und wir schauen, was wir drin haben. Das wird wahrscheinlich auch die Dose, ich habe es letztes Mal erwähnt, dass ich nur eins von den drei Motiven behalten werde. Ich werde vermutlich auch dieses Motiv hier behalten, weil das die einzige Dose ist mit deutscher Beteiligung. Ich bin zwar kein Fan vom FC Bayern, aber trotz allem, wenn wenigstens ein deutscher Verein drauf ist. Wobei natürlich die anderen beiden auch interessant werden. Da ist auf dem einen ist ja noch Cristiano Ronaldo und auf dem anderen ist Lionel Messi drauf. Also wäre ja auch zwei interessante Motive. Also 100% entschieden habe ich mich noch nicht, aber Tendenz geht im Moment ganz klar hier zu Lewandowski zu der Dose. So, dann haben wir schon die bronzene. Das heißt, wir haben jetzt einmal die silberne und einmal die bronzene. Radamel Falcao für Monaco. Und ja, bin gespannt, ob wir dann im letzten vielleicht sogar eine goldene haben. Das sind tatsächlich sogar alle drei. Aber ich bin schon mal ganz zufrieden, dass wir zwei verschiedene schon mal haben. Jetzt ist es schon mal sehr schön. Also, wie gesagt, die bronzene Limi. Dann hätten wir den ein UCL All-Star. Gerard Piqué für FC Barcelona. Dann kommt wieder ein Haufen Base Cards. Also werden Juan Fran, Atletico. Manuel Neuer, Bayern. Stefan Lichtensteiner, Juve. Koke, Atletico. Dann haben wir wieder die Codekarte. Phil Jones, Manu. Christian Pulisic, Dortmund. Alisson Becker, AS Rom. Nemanja Matic, Manu. Gonzalo Castro, Dortmund. Pizzi, Benfica. Brad Jones, Feyenoord, Harry Winks, Tottenham, Raul Jimenez, Benfica, Kevin Dix, Feyenoord, Gerard Piqué und Samuel Umtiti als Defensive Duo für Barcelona, Marvin Komper, Leipzig, dann das Club-Logo Anderlecht, Dayot Upamecano, RB Leipzig, Forward-Duo Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus, dann das Club-Logo Barcelona, William Quist, für Kopenhagen. Dann wieder ein Duo. Sami Khedira und Miralem Pjanic für Juve. Fabri Beşiktaş. Oliver Torres Porto. Luca Zuffi Basel. Nicolaes Danciu Anderlecht. Felipe Porto. Andrea Raggi Monaco. Divock Origi Liverpool. Pedro Chelsea. Jordi Mbula, Monaco. Dann haben wir Presnel Kimpembe, Paris. Kevin De Bruyne, Man City. Sergi Roberto, FC Barcelona. Und Thomas Meunier, Paris. Dann kommen wir zu den Hotshots und so. Dann haben wir Pepe für Beşiktaş als Defensive Dynamo. Pierre-Emerick Aubameyang als Hotshot für Dortmund. Ivan Marcano für Porto oder Marzano. Radamel Falcao für Monaco, mein Gott. Thiago Silva, Defensive Dynamo für Paris. Dann ein Man of the Match, Miralem Pjanic für Juve. Noch ein Man of the Match, Pierre-Emerick Aubameyang für Dortmund. Und, oh, diesmal kein Club 100, sondern, also generell irgendwie. Letztes Mal waren es hier zwei von, auch ein Hattrick Hero sogar. Und ein Club 100 unterdings, na egal. Und ein Toni Kroos als 2016-17 Winner für Real Madrid. So, aber die Anzahl an Karten hat doch gestimmt, oder? Es müssen 7 Shiny Cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, wenn das dann wird das okay, dann sind es doch 7 Shiny Cards. Aber was wahrscheinlich ist es hier eine mehr als beim letzten Mal. Na ja, gut, okay. Das zum Inhalt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Inhalt der Dose, die Dosen allgemein. Was sagt ihr dazu, dass es die nicht in Deutschland zu kaufen gibt? Natürlich aber auch Meinung zum Video als solches. Dann wollte ich dieses Video auch mal dazu nutzen. Ich wurde gebeten vom Zuschauer It's Robin oder It's Robin. It's Robin würde ich jetzt auch mal sagen. Er hat mich gebeten, ihn mal zu grüßen, was ich hiermit tue. Deswegen also Grüße an It's Robin. Sollte das kein Einzelfall sein, solltet ihr auch mal gegrüßt werden wollen, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare unter den Videos. Ich werde mir dann
wenn das wirklich gewünscht ist, häufiger, werde ich mir dann immer mal was jemanden raussuchen und werde denjenigen auch in einem Video grüßen, sofern ich dran denke. Gut. Ansonsten, wie gehabt, Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Abo, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich danke euch fürs Einschalten. Macht's gut, Leute. Ciao.